So, herzlich willkommen in meinem YouTube-Kanal. Heute wieder zu Gast meine Freundin, die Sabine, und wir machen heute den zweiten Teil. Wir sprechen heute eben über die Venus, mit meinem Besuch mit dem Weinlandtor. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach an. Du beginnst mit den Fragen und wir Ja. gucken einfach mal, was sich ergibt. Hallo Dirk. Also, Schön, gut. dass wir heute wieder dazu zusammengekommen sind. Ich freue mich total und bin so gespannt, was du alles da erfahren hast. Ja, erstmal, was war überhaupt der Grund für deinen Besuch dort? Wie ist es dazu gekommen, dass du den Valiant Thor besucht hast? Ja, also interessant ist ja, ich hatte vorher eigentlich bewusst jetzt, seit ich mit der Föderation direkt zu tun habe, wenig mit der Venus eigentlich, oder hat mich jetzt auch da wenig interessiert. Das ist eigentlich gekommen durch die Anja Schäfer, die ja die Oneg-Oneg sehr gut da begleitet hat die ganzen Jahre und einen sehr guten Kontakt hat. Und jetzt auch mit dem Ray Keller. Und sie hat ja jetzt das erste Buch von ihm ins Deutsche übersetzt. Und da steht unter anderem eben auch drin, dass Weilandtor 1957 auf die Erde gekommen ist und 3 Jahre im Pentagon gelebt hat und eben auch mit Präsidenten und so weiter da zu tun hatte. Und die Anja hatte mich gefragt, ob ich dazu irgendwie noch Informationen hätte oder wie auch immer. Und dann habe ich gesagt, du, im Moment nicht, aber ich kann ja einfach mal mit dem Weiland mal reden, mal probieren. Und ja, und dann habe ich das gemacht. Ja, schön. Wie bist du denn dann, bist du astral oder mit deinem zweiten Körper dorthin gereist? Nein, da bin ich wirklich mit meinem zweiten Körper. Also ich bin, Ja. nachdem ich das gesagt habe, ich mache das, bin ich, habe ich Kontakt zu meinem zweiten Körper direkt gleich aufgenommen und habe ihn gebeten, dass er das bitte übernimmt, weil es auch wichtig ist, auch mit dem Raumschiff hinzufliegen und so. Und es ist doch was anderes, wenn man von Angesicht zu Angesicht sprechen kann. Und das war Das dann, ja. heißt, wenn du astral hingereist wärst, wäre das für den Valiant auch ein anderes Erleben gewesen Ja, es wäre als schon möglich gewesen, aber es ist einfach, ich sag mal, vom Respekt her und vom Handling ist es natürlich, wenn ich schon einen zweiten Körper zur Verfügung habe, einen zweiten physischen, warum den nicht nutzen? Also die empfinden das, wenn jetzt jemand astral reist, auch anders. Es ist nicht so physisch, Ja, wie es wenn ist. du vor ihm astral erscheinen würdest, er würde dich sehen können, oder? Also es kommt immer darauf an, sie stellen sich natürlich schon auch darauf ein, weil sie natürlich viel höher entwickelt sind wie wir. Also sie merken natürlich schon auch, dass jemand da ist und so. Aber ich sag mal, vom Handling her war es eigentlich für mich keine Frage, wenn ich diesen zweiten Körper zur Verfügung habe, wo ich ja viel auf andere Planeten reise, um Gespräche zu führen, ist es einfach, gebührt es einfach den Respekt, entsprechend dann auch mit diesem Körper dahin zu reisen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, das ist nicht einfach, ich habe jetzt die Absicht, dahin zu gehen, na, dann lege ich mal los, sondern hier muss ich wirklich auch, wie man es auf der Erde genauso macht, eigentlich einen Termin vereinbaren. Ich kann nicht einfach sagen, hier, bitteschön, sondern hier geht es wirklich darum, ich musste das natürlich anmelden. Ja, natürlich nicht jetzt nicht im Formular, so umständlich, wie wir das hier in Deutschland haben, aber ich muss es halt mental anmelden, muss fragen, wann es ihm recht ist, auch wo wir uns treffen. Ich habe erst mal vorgeschlagen, ob wir uns im Mutterschiff treffen, dass er kommt oder so, und dann hat er gesagt, nee, er wird sich freuen, wenn ich zu ihm komme, direkt. Und dann habe ich gesagt, gut, machen wir, haben wir einen Zeitpunkt ausgemacht, wobei das mit dem Zeitpunkt muss ich ein bisschen näher erklären. Es ist nicht so, wenn ich sage, ich habe jetzt meinen Kalender und gehe jetzt hin und sage, okay, am 15. habe ich Zeit. Wie viel Uhr bist du da? Okay, um 10 Uhr. So läuft es natürlich nicht, sondern diese Vereinbarung ist eine mentale Vereinbarung, wo du einfach weißt, also du fragst denjenigen mental, wann er die Möglichkeit hat, und dann kriegst du den Impuls, wann du da sein kannst. Also das ist, wenn du auf dieser Ebene arbeitest, dann, weil Zeit in der Form existiert ja so nicht.
Es ist ja nach unserer Vorstellungskraft eigentlich alles Gegenwart. Gegenwärtig. Ja? Ja, und trotzdem muss Also, man ja da auch etwas vereinbaren. Man kann ja nicht. natürlich, es ist eine Vereinbarung, aber es läuft nicht so, dass jetzt dann ein Wecker klingelt und sagt, oh, jetzt muss ich aber gleich zum Termin rennen, sondern das ist einfach eine innere Bereitschaft. Du öffnest dich dafür und er gibt dir an, wann es ihm passt, wann es ihm recht ist. Ja, und dann hast du den Impuls. Und da war es ja auch so, dass ich ja wirklich auch mit einem Raumgleiter dorthin musste, also richtig geflogen, ne? Und dann ist es natürlich auch so, es reicht nicht nur mit ihm zu kommunizieren dabei, sondern natürlich auch diese Ebenen haben ein eigenes Schutzsystem, eigenes Schutzschild. Also du kannst da nicht einfach mit dem Raumschiff losfliegen und naja, da werde ich dann schon da sein, sondern du musst schon um Einlass bitten. Also da gibt es auch ganz klare Regeln. Und dadurch, dass ich aber einen sogenannten Termin hatte, war das gar kein Problem. Ne? Also auch die kriegen dann Bescheid und damit habe ich praktisch den Zugang, um durch dieses Schutzschild zu fliegen. Und bin dann dort auch gelandet. Und du musst dir vorstellen, dort in dieser Ebene, wo ich war, gibt es auch Pflanzen, Bäume, Tiere. Aber es läuft, ich sage jetzt mal, ein bisschen plastischer ab. Also so wie jetzt zum Beispiel du den Hintergrund bei dir so ungefähr hast, ja, der ist ja in dem Sinne nicht echt, sondern er wird praktisch projiziert. Es ist zwar schon eine gewisse Echtheit da, aber nicht so, wie wir es normal als physischen Körper erleben würden. Sondern es ist eine, wie soll ich sagen, es ist eine Energieform. Und diese Energieform kann sich aber verändern. Also es ist nicht so, wenn du jetzt einmal dort warst und da stand jetzt an der Stelle ein Baum, dass das nächste Mal wieder ein Baum steht. Ja, sondern es ist, ich nenne es jetzt einfach mal transparenter. So will ich es einfach mal ausdrücken. Das ist ja die zweite physische Ebene der Venus, Jawohl. der er lebt und die du da besucht hast. Ja. Und wer verändert das dann? Machen das die Bewohner mit Das ihren machen die Gedanken? gesamten Bewohner. Das ist eine Gemeinschaft. Das kann ich auch nachher vielleicht nochmal näher drauf eingehen. Auch mit den, weil wir es ja auch von hatten, dass es da eine Königin gibt. So, also da können wir dann gleich dann nochmal etwas näher drauf eingehen. Es ist aber so, dass es also auch ein richtiges Gebäude da war. Ein großes Gebäude, ne, wo ich dann da vorne also gelandet bin und bin dann auch empfangen worden von einem der Bewohner, die mich dann, das musst dir vorstellen, ich hätte es eigentlich gerne vorher mal gezeichnet, um es einfach auch einpflegen zu können, aber so weit waren wir jetzt noch nicht. Ich will es einfach mal so beschreiben. Das ist, wie wenn du sagen würdest, ein langgezogenes Gebäude mit sehr viel Glasfront drin, wo du also aber auch sehr harmonisch, also es sind keine Ecken, keine Kanten, also auch der Eingang war praktisch mit so einem Bogen, so einem Halbbogen, ja, und sehr offen eben entsprechend alles und dann sind wir da, bin ich da reingeführt worden und dann war ein langer Gang. Und es ging auch Treppen nach oben, aber diese Treppen, und das ist das Witzige dabei, bei uns ist es so, wir müssen ja die Beine heben, um diese Treppen zu steigen, wenn es eine Steintreppe, Holztreppe oder was auch immer ist. Und eigentlich ist es so, dass du nicht das Gefühl hast, dass du die Beine groß heben musst, also anheben musst. Es ist zwar eine Treppe da, du siehst sie auch, aber wenn du läufst, dann ist es eher so ein, ja, wie wenn ich normalen Schritte mache und trotzdem komme ich aber die Stufen hoch. Also wie wenn eine Energie sich unterstützen würde. Ja, okay. Ja, so. Und ja, und dann hat er mich da im Flur empfangen. Und du musst dir vorstellen, ich bin ja nur dort mit meinem Körper 1,70 groß. Und er ist aber fast, ich sag mal, 1,95, fast 2 Meter, also so vom Größenunterschied. Ja, Ja, also ich ist ja schon. musste schon ein bisschen hochgehen. Ist für dich Und ja ungewohnt in deinem irdischen Körper, hast es, bist ja viel größer. ja,
Und aber es ging trotzdem. Ja. Und das war schön, weil wir sind dann diese Glasfront entlang gelaufen im Inneren, konnten also schön rausgucken, konnten die ganze Flora und Fauna betrachten und so. Und dann fingen wir einfach das Erzählen an, wo ich ihn halt auch gefragt habe, da er damals ja in den Ende 50er Jahre ja unten war und seine Erlebnisse so ein bisschen auch, was er so geschildert hat. Und er sagte, dass die Menschen sehr engstirnig also waren, also sehr eingefahren. Es ging auch darum, von den vielen Besprechungen, die er hatte, wo es um Verhandlungen ging. Und er sagte, es war sehr kraftaufwendend, weil es nie richtig zu einem Ergebnis gekommen ist. Also er hat immer wieder Anläufe gebracht und hat dann versucht, auch mit anderen Völkern Kontakt aufzunehmen. Er war ja nicht nur die 3 Jahre direkt im Pentagon gewesen, sondern er ist ja auch gereist, entsprechend, auch in andere Länder und hatte dort auch Verhandlungen. Und er sagte halt, dass man hat immer gemerkt, wenn du jetzt zum Beispiel mit Präsidenten zu tun hast, wo im Hintergrund aber jemand anders steht, also wie wenn du sozusagen wie bei den Ja. Logen oder also wo einfach ein Gremium ist, wo du weißt, du sprichst zwar mit dem, aber in Wirklichkeit hat jemand anders das Sagen im Hintergrund. Und da sagt er, da war es eben sehr zähflüssig. Er war nämlich auch, das war ganz interessant, er war zum Beispiel auch in Afrika und also so in den anderen Ländern, wo es eben zwar schon einen König oder sowas gab, also er hat ja mit größeren Völkern auch gesprochen. Und er sagte, das war viel einfacher. Und die waren auch gleich bereit, die waren eher offener und so. Aber er hat einfach gemerkt, dass ich sage jetzt mal, wie heißt es, die Zivilisation von uns, dass die da am meisten, wo es am meisten Widrigkeiten gab. Und nachdem sie letztendlich, meine, sie haben viel, viel gemacht, das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, das jetzt alles in den Ja, ja, Hintergrund, weil das ja. ist auch nicht Sinn und Zweck, aber er hatte praktisch summa summarum gesagt, es hat natürlich Früchte getragen, aber nicht die Früchte, die sie sich eigentlich erhofft haben. So hat er sich eigentlich ausgedrückt. Ja. War das dann der Grund, warum er dann auch die Arbeit sozusagen direkt da im Pentagon wieder aufgegeben hat? Also die Zeit dort, den Aufenthalt. Ja, weil es hat zwar was bewirkt und sie haben auch wirklich, ich sag mal, sind mit manchen übereingekommen, aber es war ja hauptsächlich, ging es ja darum, weil man gesehen hat, wenn die Erde oder die Bevölkerung so weitermacht, geht das Ganze eher auf Zerstörung aus. Und um das zu verhindern, war der eigentliche Aspekt, den Menschen, und deswegen sind sie an die Regierung gegangen, weil sie gesagt haben, sie haben das Sagen und das Volk macht praktisch das, so wie bei ihnen auch die Königin, also oder der König oder ne, also der Oberhaupt. Und weil es darum ging, um neue Technologien für uns zu geben, also Transportmittel, die freien Energien und so weiter. Und das wurde alles abgelehnt. Ja, also sie waren nicht bereit, dem Volke sozusagen die Technologien zur Verfügung zu stellen. Und daraufhin haben sie es halt praktisch dann irgendwann abgebrochen. Also gemerkt, es kommt nicht zu dem wirklichen Ergebnis. Ja, es war ja dann nochmal ein Versuch an der Mondlandung damals das Thema. Da haben sie ja auch, sind sie auch drauf gekommen oder wollten praktisch die Astronauten einladen ins Schiff. Das wurde ja abgelehnt. Daraufhin sind die ja rübergekommen auf die Raumkapsel und haben ihnen das nochmal erläutert und gemacht und getan. Und letztendlich kam es auch nicht zum Ergebnis. Nee, weil alles unterdrückt wird, ne, die Richtig, Informationen. Ja. genau. Dadurch ist ja Anfang der 70er Jahre dieses Projekt entstanden,
wo eben über 2000 Kollegen und Kolleginnen jetzt hier leben auf der Erde, um praktisch von, ich nenne es jetzt einfach mal, das klingt ein bisschen komisch, aber von hinten das Ganze aufzubauen. Oder von innen heraus eigentlich, Auch ne? von innen, Also, mh. aber auch ihnen teilweise, ich sage jetzt mal, ob das jetzt übers Internet oder neue Entwicklungen, Ideen zu geben, gewisse Dinge einfach zu beschleunigen. Ja. Das ist eigentlich so der Punkt. Und es geht vor allem natürlich auch um die Information, die im Mutterschiff oder in den Mutterschiffen sehr wichtig ist. Wie ist die Entwicklung der einzelnen Völkerschichten entsprechend? Das sind ja eure, also du hast das mal genannt, Stationen auf der Erde, ne, die du damit meinst. Die leben unerkannt. Also zeigen nicht oder sagen nicht, dass sie von der Föderation sind, von anderen Planeten, leben halt ihr Leben hier, ne? Richtig, es weiß nicht mal Als der ganz normale Ehepartner, Menschen. also wenn sie verheiratet sind, weiß es nicht mal der Ehepartner oder wenn sie Kinder haben, wissen es keine Kinder. Also es ist wirklich nur sie alleine, um entsprechend auch, ich sage jetzt mal, den Institutionen keine Angriffsfläche zu geben. Ja. Ja, gut. Und mit dem Valiant Thor, du warst dann mit ihm da in seinem Haus und ihr habt auch euch dann sozusagen erstmal locker unterhalten. Du hattest ja jetzt ein Richtig, bisschen genau. davon aus der Zeit im Pentagon erzählt. Und ist dann so eins zum anderen gekommen oder also die Themen, über die ihr euch unterhalten habt? Ja, also er hat mir zum Beispiel gesagt, also auch er hat ja erzählt, weil ich habe ja am Anfang, ich glaube, das war mit dem Körper war das zuerst mit den sechs, wo ich die Ebenen kennengelernt habe, genau. Weil er zum Beispiel mir auch, ich habe das auch dann irgendwann notiert, weil ich mir das natürlich nicht alles behalten konnte, dass eben die drei physischen Ebenen auch miteinander verbunden sind, ähnlich wie bei einem Hochhaus, so hat er es mir also erklärt, weil ich brauche es manchmal ein bisschen plastischer, um es zu verstehen, Ja, würde um ich es jetzt auch wiederzugeben. brauchen, glaube ich. Und er hat da gesagt, es gibt also drei physische Ebenen, um verschiedene Bewusstseinsstufen auch zu erleben und zu erfahren. Also je nachdem, was du möchtest, was du erfahren möchtest, dementsprechend hast du die Ebene zur Verfügung. Er hat eben gesagt, er lebt hauptsächlich auf der zweiten physischen Ebene, ist aber dennoch immer wieder auch woanders unterwegs. Also er ist jetzt nicht wie bei uns jetzt, dass ich sage, ich bin jetzt nur auf der Erde, sondern er reist natürlich entsprechend auch rum. Hat auch gesagt, dass er genauso Botschafter ist wie ich, so hat er sich ausgedrückt. Und also auch Kommunikator, der vermittelt und vor allem eben auch bei Verhandlungen dabei ist. Dann hat er noch mal gesprochen, auch damals, also nach unserer Zeitrechnung damals vor 60 Jahren, er hat in irdische Zeitrechnung Ja, gerechnet, ja, und ja. dass ich das einfach verstehe, ne? Das ist für uns leichter ist im Grunde. Genau, also er hat geschrieben, er hat gesagt, ich war in den 60er Jahren viel auf Reisen, war auch mehrfach auf der Erde und hauptsächlich aber auch im Inneren der Erde. Dort haben wir auch verschiedene Stationen und leben auch unter anderem in 25 Städten. Also er hat von 25 Städten gesprochen und sind deswegen auch zahlreich natürlich auf der Erde, weil sie der menschlichen Struktur sehr ähnlich sind. Also auch vom Aussehen her und so. Also haben so eine menschliche, sind den Menschen sehr ähnlich. Und dann, ah ja, genau, und dann hat er noch gesagt, ich nutze auch den telepathischen Kontakt mit einigen irdischen Erdbewohnern. Also auch heute hat er noch guten Kontakt zu den einen oder anderen Also entsprechend. zu ganz normal inkarnierten, irdischen Ja, einmal das Menschen oder und natürlich auch zu Kollegen und Kolleginnen aus dem entsprechend, die da dabei sind. Er sprach auch interessant, weil ich ihn auch angesprochen habe wegen der Omnek, ob er die kennt.
Ja, klar, ja. Auch mit dem Grund, den Anja mich gefragt hat, Genau. entsprechend. Und da sagt er, ja, er kennt Omnek, ist ihm sehr vertraut. Und er hat sogar damals die Reise miterlebt, die den Auftrag bekommen hat, entsprechend natürlich. Und also sie hat, er hat sie wohl kennengelernt, bevor sie, also ich lese mal kurz den Satz vor. Omnek ist mir sehr vertraut und ich habe damals die Reise zur Erde miterlebt und sie auch persönlich, bevor sie den irdischen Körper angenommen hat, kennengelernt. Es war ein längerer Umkehrprozess von der feinstofflichen in die grobe physische Welt. Wir haben uns auch mit Omnek immer mal wieder getroffen und uns ausgetauscht, rein auf mentaler Ebene. Ja. Die dritte, also sie kommt ja auch aus der zweiten, allerdings nicht physischen, sondern feinstofflichen Ebene. Weil es gibt ja einmal drei physische, drei feinstoffliche Ebenen und sie kommt von der zweiten feinstofflichen Ebene. Die dritte feinstoffliche Ebene haben auch mit der Entwicklung des Wesens zu tun. Omnek kommt auch hier, hat er eben gesagt, aus der zweiten. Es gibt sowohl auf der zweiten physischen als auch auf der zweiten feinstofflichen Ebene eine Königin. Das kam daher eigentlich zustande, weil ich habe gefragt, weil das Symbol ist die Biene. Ja. Ja, also du siehst es oft bei den Venusiern, wenn die dann, also gerade jetzt im Schiff, im Mutterschiff sind oder so, dann tragen sie oft gerne das Symbol für die Biene. Und daraufhin habe ich natürlich auch angesprochen, was das eigentlich wirklich bedeutet, der Biene. Und er sagte mir, dass es darum geht, das ist, weil die Bienen, das Bienenvolk ist eine Einheit. Also der ist, wenn du es jetzt auch bei uns die Bienen siehst, die sind immer zusammen. Also es würden nie zwei Bienen gegeneinander gehen, sondern sie helfen sich gegenseitig. Also wenn eine nicht mehr kann, dann übernimmt die andere und so. Und sie sind dadurch natürlich auch ein sehr stark zusammengehaltenes Volk. Also die würden auch für den anderen sterben, die Bienen. Ja. Und hier geht es jetzt nicht in erster Linie für den anderen zu sterben, aber es geht einfach um diese Gruppendynamik. Alles gemeinsam zu machen. Deswegen zum Beispiel auch, das war das ja das Interessante mit der Natur, mit dem Naturding, wenn die das verändern, dann verändern sie es gemeinsam. Geht nicht einfach einer her und sagt, ich bin jetzt der Zampano und das, sondern die ganze Gemeinschaft macht es letztendlich. Ja. Und wenn das jetzt sehr viele sind, die dort leben, wie kriegen die dann alles unter einen Hut oder ist das sehr irdisch gedacht? Genau, du hast es gerade richtig beantwortet. Wir Ja. sind, also unser Verstand begrenzt uns in unserer Vorstellung. Hier geht es aber nicht um die Vorstellung alleine, sondern hier geht in erster Linie ums Gefühl. Also Venusia sind die machen nicht nur gemeinsam, sondern sie fühlen auch gemeinsam. Und dann ist das eigentlich kein Problem, sich einig zu werden, Richtig, oder? genau so ist Ja. es. Also es gibt jetzt in dem Sinne keine großen Auseinandersetzungen oder so. Ja, wie bei uns. Und ja. Eine kurze Zwischenfrage, zu den Bienen. Ich habe mal gelesen, dass die Bienen tatsächlich, also das Tier, unsere Biene hier als Tier, dass die von der Venus hierher gebracht wurden. Stimmt das? Weißt du das zufällig? Ja, sie, also unsere Vorfahren, Urahnen sind ja Außerirdische. Und dementsprechend, und auch die Katzen kommen nicht von hier. Ach ja, das hast du auch schon mal erzählt, genau. Bei den Bienen wusste ich es jetzt nicht mehr genau. Ich habe es tatsächlich woanders gelesen. Der Omar Mikhail Ivanov, der hat das in Aha. seinen Büchern irgendwo mal erwähnt. Okay. Ein spiritueller Lehrer, der nicht mehr lebt. Und ja, das wollte ich jetzt einfach wissen. Mal kurz, ob du das weißt. Also das ist tatsächlich so. Die wurden von der Venus, ja, oder von anderen Planeten vielleicht auch Ja, zurück. es ist auch, es sind auch verschiedene, eigentlich gibt es verschiedene Tierarten, die nicht von hier kommen oder die von der Erde kommen, weil es eigentlich darum geht, dass, du musst dir vorstellen, es geht ja nicht einfach nur um eine, ich sag mal, um ein normales Leben, sondern es geht ja um Entwicklung.
Also, dass sich auch dieser Planet hier weiterentwickeln kann. Und dazu braucht er einfach unterschiedliche Unterstützungen. Und da gehört genauso auch natürlich die Tierwelt mit dazu. Ja, Delfine kommen auch nicht hier von hier. Haben die Außerirdischen mitgebracht. Ja, sie sind hochsensibel, sehr, sehr fein und nehmen entsprechend viel mehr wahr, als wir selber als Mensch wissen. Ja. Ja. Und Schon sehr interessant, ja. Also ja. es geht doch, es geht. Man kann Tierarten von woanders hierher bringen, aber die mussten sich wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen anpassen, weil es wird ja nicht haargenau so der Lebensraum gewesen sein hier auf der Erde wie bei aus deren Heimatplaneten. Die Ja. Tiere werden sich sicher noch ein bisschen so angepasst haben, ne? Ja, Die Erde. es gibt natürlich, klar, gab es natürlich dann, ich sage jetzt mal, auch bei den Bienen damals gewisse Sterberaten und so, bis sie sich entsprechend eine ganz andere Umgebung angepasst haben. Das gehört. Ja, okay, genau. Ja, das Ja. denke ich auch. Aber so die Evolution, wie man so schön sagt, hat sich ja weiterentwickelt. Ja. Ja. Und so ist es auch bei den Bienen natürlich gewesen, die sich entsprechend natürlich diesen jetzt angepasst haben. Also wenn du diese Bienenvölker jetzt nehmen würdest und würdest sie auf die Venus setzen, hätten sie da Probleme. Also es ist wieder, Genau, ja, denke ich einfach auch. sehen. Sehr interessant. Finde ich. Ja. Ja, hast du dazu erstmal Fragen noch? Entsprechend. Zu den Ebenen, über ich überlege gerade, mit der Omnek, das heißt, sie, da heißt es ja in ihren Büchern, sie kommt von der, ja, sie nennt es die astrale Ebene, das ist dann die feinstoffliche Ebene. Das heißt, es ist schon ein großer Unterschied, ne? Da, wo der Valiant lebt und da, von, da wo die Omnek herkommt. Richtig. Genau. Und er hat das miterlebt, sagt er, die Transformation von der Omnek in ihren physischen Körper. Ja, Hat er da noch was erzählt? so wie ich ihn verstanden habe, ist er ja auch Botschafter. Das heißt, er gehört ja auch in die Kategorie, das entsprechend natürlich vorzubereiten, dass das entsprechend den Platz und so weiter. Also das ist ja auch ein Prozess, der eher nicht einfach sagt, ach, das machen wir mal, sondern da steckt ja sehr viel Organisation dahinter. Ja. Ja, um das auch so zu ermöglichen. Entsprechend den richtigen Platz zu finden, mit der Seele sich auszutauschen und, und. Und dadurch, dass er natürlich auch mit ein Botschafter ist, war er natürlich damit auch involviert. Echt interessant, ja. Nee, sonst erzähl ruhig weiter, was dann so als nächstes kam. Ja, also. Er sagte mir halt, also er hat natürlich auch gesprochen, dass er auch dort Familie hat und Geschwister. Also er lebt da wie wir auch. Nur, dass es eben, ich muss jetzt gerade mal gucken, ob ich den, weil ich habe so vieles, er hat mir so vieles niedergeschrieben. Ja, also ich lese vielleicht gerade mal diese Sätze ein bisschen vor. Ja, gerne. Die drei feinstofflichen Ebenen haben auch mit der Entwicklung des Wesens zu tun. Omnek kommt auch hier aus der zweiten Ebene. Es gibt sowohl auf der zweiten physischen als auch auf der zweiten feinstofflichen Ebene eine Königin. Die erste physische Ebene entspricht ungefähr den Gegebenheiten auf der Erde, dass sie auch verschieden ausprobiert werden kann, ohne gleich sofort Konsequenzen daraus zu tragen. In der ersten physischen Ebene zu verweilen, hat den Vorteil, eben auch alleine gewisse Dinge zu leben. Entsprechend einfach auch auszuprobieren, zu erfahren und so. Die zweite physische Ebene ist etwas eingeschränkter. Dort gibt es, wie gesagt, eine Königin und die Gruppendynamik oder der Gruppenzusammenhalt ist hier weitaus größer. Und die Symbolik der Biene soll darstellen, den starken Zusammenhalt, den ein Bienenvolk ist immer füreinander da, wenn es sein muss. Also die sind immer, ne, so.
opfert sich eben auch für den anderen. Und die Königin steht für Ordnung, Gleichheit, Klarheit, Struktur, die in der zweiten physischen Ebene sehr stark gelebt wird. Die dritte physische Ebene ist eine Vorstufe zur feinstofflichen Ebene. Hier stehen physische Gesetze nicht mehr im Vordergrund. In dieser Ebene geht es auch hauptsächlich um eine Leichtigkeit, um Hingabe, um das Leben in Einklang zu bringen. Die dritte physische Ebene ist zu sehen wie eine sogenannte Vorschule, in die Grundkenntnisse gelehrt und geübt werden, um dann in die nächste Klassifizierung, in dem Fall die feinstoffliche Ebene, eintauchen zu können. Also das heißt praktisch, du wirst mehr oder weniger darin vorbereitet, dann dich nachher genauso auch in der physischen Ebene wohlfühlen zu können. Du kennst dann schon gewisse Regeln, Vorbereitungen und so weiter, also was dich letztendlich erwartet. Mhm. So eben hatte das mit dem mir versucht zu erklären, wie mit der Vorschule. Ja. Ja, dass du praktisch schon lesen und schreiben kannst, bevor du dann in die nächste Klasse praktisch dann reinkommst. In der ersten feinstofflichen Ebene lernen wir rein mit dem Empfinden zu arbeiten und entstehen zu lassen. Wir lernen mit den Gedanken, Gebäude, Pflanzen und weitere nützliche Elemente zu erschaffen. Also das, was zum Beispiel in der zweiten Ebene, der physischen Ebene, die Gemeinschaft macht, also diese Energie aufzubringen, das alles zu erschaffen, lernst du hier praktisch in der ersten feinstofflichen Ebene alleine, also dass du die Energie praktisch um dich herum nutzen kannst. Das Bewusstsein ist hier schon so weit, dass die göttliche Energie, die überall vorhanden ist, schon tief zu spüren und vor allem wahrhaftig ist. Die zweite feinstoffliche Ebene, von der eben auch Omnek kommt, ist ebenfalls mit einer Königin versehen. In dieser Ebene lernt man die Energie der anderen in sich mit aufzunehmen und gemeinsam Neues zu schaffen. Auch hier geht es wieder wie bei den Bienen um den reinen Zusammenhalt. Das Gemeinsame, hier wird das Leben gemeinsam geschaffen. Die dritte physische Ebene ist nahe dem Göttlichen gleich. Sie dient in erster Linie dazu, in vollkommener Göttlichkeit zu sein. Mhm. Also hier bist du praktisch schon, ich sage jetzt mal, Richtung, ich bin das Licht. Mhm. Ja, also kann so man ist da das. Noch, kann man das irgendwo noch vergleichen mit dem, was ja bei uns in vieler Munde ist, mit der dritten Dimension, fünfte Dimension? Wo würdest du das einordnen? So ungefähr, ja. Dass man, wobei also das noch mal eigentlich eine Stufe mehr ist. Das wäre dann eigentlich schon, ich würde jetzt mal so behaupten, die siebte Dimension, wenn man es jetzt im Vergleich nimmt. Also es ist was völlig anderes, weil auch in der fünften Dimension werden wir immer noch einen Körper haben. Also die fünfte Dimension hebt jetzt nicht das Körpersein auf, nur wir werden anders mit dem Körper umgehen können. Also das ist, wir können, ich sage jetzt mal, mit der sogenannten Lebensenergie ganz anders arbeiten, wir können sie ganz anders nutzen. Ja. Was ich jetzt auch sehr interessant finde an der Beschreibung gerade eben, ist, dass Sie dort ja auch verschiedene Stufen durchleben, weil Sie auch erst lernen, mit den Energien umzugehen und das dann die richtig zu nutzen. Also ich habe mir das vorher, vielleicht viele andere auch, weiß ich nicht, immer so vorgestellt, gut, auf der Venus, wenn da auf der feinstofflichen Ebene eben auch Menschen leben, dann sind die alle schon sozusagen perfekt und die können das alles. Aber das finde ich jetzt echt sehr interessant, dass es da einfach diese Abstufungen gibt, in denen die Wesen lernen. Und ja, das finde ich jetzt auch ein bisschen beruhigend. Man darf, wir dürfen lernen und wir müssen ja auch noch lernen hier, ne? Auch mit diesen neuen Energien umzugehen und so. Ja, also ich fand, vielleicht kann ich das so ein bisschen mal als Vergleich nehmen, vor vielen, vielen Jahren, wo ich dann auch eben astral gereist bin am Anfang, ohne Körper, also ohne physischen Körper, zweiten, habe ich auch mal mit Engeln dann auch mal gefragt, wie das eigentlich ist. Ich meine, das Astralreisen ist toll, wunderbar, aber auch da gibt es ja Steigerungsformen.
Und dann habe ich auch den Engel gefragt oder die Engel, wie das denn eigentlich ist. Gerade auch, wenn man jetzt sagt, man ist erleuchtet zum Beispiel, ja, hört es dann auf? Also ist dann Ende irgendwie? Und dann kam eine ganz tolle Antwort und die sagte dann, nein, dann geht es erst richtig los. Und dann habe ich gesagt, wieso? Weil es dann noch viele andere Seelen gibt, die auch erleuchtet werden wollen. Ah, okay. Und ich muss auch dazu sagen, obwohl ich schon vieles gesehen habe, habe ich trotzdem immer wieder für mich den Eindruck, dass ich noch ziemlich am Anfang stehe mit den ganzen Möglichkeiten, die es gibt. Und was jetzt gerade auch der Besuch mit Wayland oder was er mir eben auch gezeigt hat und erklärt hat, es ist wirklich wichtig, in der Zeit wirklich, ich sage jetzt mal, den Verstand auszuschalten, weil du es mit dem Verstand nicht mehr erfassen kannst. Also wir haben, als er mir das so vermittelt hat, ging es ja darum, und deswegen, vielleicht hat es auch ein bisschen geholfen, den zweiten physischen Körper zu nehmen, der ja trainiert ist mit Energien, das letztendlich auch zu fühlen. Also nicht nur die Worte zu hören, sondern auch in sich zu fühlen, um es besser verstehen zu können. Ja, das ist wie, wenn du jetzt ein ganz einfaches Beispiel, jemand will dir jetzt erklären, wie es ist, wenn man liebt. Der kann jetzt viel erzählen, der kann viel erklären, aber wenn du dich da einlässt und in dem Moment einfach fühlst, was er fühlt, dann kannst du die Liebe wirklich auch begreifen und dann verstehst du auch, was es heißt zu lieben. Ja, weil auch bei der Liebe gibt es ja Unterklassifizierungen, Unterstufen. Also du kannst ja sagen, auf der einen Seite eine Freundin, ne, ich habe dich lieb. Beim Partner kannst du sagen, ich habe dich lieb oder ich liebe dich. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Empfindungen. Ja, also Liebe ist zwar der Oberbegriff, aber es unterscheidet ja. Zum Beispiel sage ich auch zu meinem Hund, ich liebe dich. Toll, ja, also so. Das ist aber nicht die Liebe, die ich meiner Frau zum Beispiel vermittle. Also so, das meine Genau. ich mit Unterscheidung. Ja, klar. Und hier lernst du gerade was, also das ist das, was ich so auch besonders finde was mir eine unwahrscheinliche Freude in mir erzeugt, ist, dass du spürst, dass wenn du dich auf diese Energien einlässt, dass du die göttliche Liebe erfährst. Also das ist nochmal was anderes, wie wenn du einen Menschen liebst oder ein Tier liebst. Ja, der Hund liebt dich natürlich abgöttisch, gar keine Frage, aber auch er kann als Hund dir nicht die Liebe geben, wie jetzt zum Beispiel ein Außerirdischer, weil sie in einer ganz anderen Energie eingebunden sind. Ja, oder wenn ein Engel zu dir spricht, wenn du einen wahrhaftigen Engel vor dir hast und der spricht zu dir, dann fließen dir nur noch die Tränen. Ich habe es live erlebt. Also da hält dich, da kannst du nichts mehr. Da kannst du noch so verstandesmäßig sein. Das ist so eine Energie, die übermannt dich einfach, die überkommt dich und es fließen nur noch die Tränen vor lauter Glückseligkeit, vor lauter Freude, vor lauter Dankbarkeit. Ja. Und das kann man aber erzählen, aber man kann auch sagen, das ist ja ganz nett, aber das will ich auch selber erfahren. Und das ist genauso einfach dieses, da gibt es Unterschiede. Und so wie er mir das jetzt erläutert hat, bin ich praktisch auf diese Energie mit eingegangen, um das auch wirklich so zu verstehen, wie er es gemeint hat. Ja. Ja. Also da geht es Toll. nicht einfach nur drum zu unterhalten. So, hier hast du jetzt dein Skript. Ja, Ich wünsche klar. dir einen schönen Tag. Sondern, ja, ne, Ja, sondern. und du versuchst es jetzt natürlich rüberzubringen. Und es ist trotzdem schwer für uns, aber es ist schön, es ist total interessant. Also ich weiß ungefähr, was du meinst mit diesem im Nachempfinden, wenn du dich darauf einlässt und so. Auch wenn ich es jetzt noch nicht erlebt habe, aber es ist sehr, ich finde es sehr schön, das so zu hören. Ja.
Ja, also das und Toll. ja, und dann haben wir halt auch gesprochen, weil es natürlich logisch war, natürlich auch die Frage, gibt es bei euch in der Familie, weil wir kennen das ja, ich meine, jeder hat eine Familie, also die meisten haben eine Familie, da gibt es Auseinandersetzungen, gibt es Meinungsverschiedenheiten und so weiter. Und da habe ich ihn natürlich auch ein bisschen persönlich ausgefragt und einfach wissen, wie ist das? Also, wenn du jetzt so eine Familie hast, wenn du das lebst, gibt es da auch Meinungsverschiedenheiten, wie das meistens bei einer Familie ist, wenn der eine sagt so und der nächste sagt aber so. Er sagte, das kommt in der Form so nicht vor. Weil der Unterschied ist darin, dass du den anderen respektierst, egal was für eine Meinung er auch zu etwas hat. Ja, also jeder hat natürlich seine Meinung, aber es ist, der Konflikt entsteht ja dadurch, dass wenn ich sage, du hast jetzt die Meinung und ich habe die Meinung und ich versuche jetzt praktisch meine Meinung als die ultimative Wahrheit zu verkaufen, sage ich jetzt einfach mal. Dann entsteht ja oft ein Konflikt. Dann, weil dann du dann dementsprechend mir wiederum sagst, ja, aber das ist doch so und so und ne, und so ist dieses, ja, das kann sich natürlich auch hochschaukeln, je nachdem, sagt er, und das existiert in der Form nicht, also es passiert auch nicht, weil dieses Wir-Gefühl einfach auch da ist und wir akzeptieren, wenn der eine sagt, das ist aber grün und der andere sagt, das ist rot, ja, dann ist es so. Ja, lohnt sich nicht, darüber zu streiten. Genau. Ist einfach, es lohnt sich nicht dafür, Energie aufzuwenden. Also das unterscheidet ihn gegenüber uns. Ja, die Bewohner der Ebene dort. Ja, genau. Das auf der ersten physischen Ebene auch schon so? Ja, also Auf der es Venus? gibt schon, es gibt natürlich schon in gewisser Weise, ich sage jetzt mal, Konflikte will ich nicht sagen, aber wo du einfach lernst plötzlich, dass es dann doch auch mal die Energie im Widerstand gibt oder so. Also es gibt schon Widerstände, aber natürlich nicht so deutlich wie bei uns. Also dass sich welche fast die Köpfe einhauen oder da sich verprügeln oder aufeinander losgehen oder so, das in der Form existiert auch auf der ersten physischen Ebene nicht. Du sagst ja, er steht auch mental mit einigen auch ganz normalen Erdenbewohnern in Verbindung. Weißt du, was er da, warum er mit denen in Verbindung steht, ist. Ja, also es sind teilweise Menschen, die, wo er sie von früher kennt, also früher jetzt nicht nur was das irdische Leben betrifft, sondern eben auch vor dieser Zeit. Und es gibt auch welche, die er hier natürlich kennengelernt hat. Und da ist entsprechend einfach noch ein gewisser Austausch einfach vorhanden. Erfahrung so unter Freunden, dass man sich mal trifft und unterhält oder ah ja. Richtig, genau. Weißt du, ob er auch schon mal so eine ganz normale Inkarnation hier auf der Erde hatte? Das kann ich dir nicht sagen. Das habe ich Jetzt, ja. gar nicht gefragt. Das weiß ich nicht. Weil es war überhaupt so, ja, ich sag mal, man würde jetzt aus irdischer Zeit dann die Zeit verging wie im Fluge. Also so, ja, es war einfach dann, wo wir gemerkt haben, es ist eigentlich soweit erstmal alles ausgetauscht. Es heißt nicht, dass ich das nicht nochmal wiederholen kann, um eventuell andere Fragen oder so zu stellen. Aber es war für mich einfach schon mal zu dem Zeitpunkt ausreichend, was ich an Informationen bekommen habe, die mir einiges erklärt haben. Und deswegen habe ich Ihnen das jetzt sowas eben einfach, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ja, klar, ist ja jetzt auch. Die Frage ist mir jetzt gerade so eingefallen. Ja. Ja, finde ich super interessant mit diesen Ebenen vor allen Dingen, mit den unterschiedlichen Lebensweisen. Und ja, toll. Das heißt, dann war das Gespräch irgendwann zu Ende und ihr habt euch wieder verabschiedet. Genau, wir haben uns dann entsprechend, wie gesagt, ich habe dann nochmal, das ist ja in dem Sinne, wo wir uns getroffen haben, wie so ein, kannst du sagen, wie so ein Gemeindezentrum, also wo sich praktisch mehrere dann da einfach treffen, wie so ein Sammelpunkt. Ja, so ungefähr muss man das einfach sehen, entsprechend.
wo zum Teil auch gearbeitet wird sich getroffen wird, Dinge besprochen werden und so. Und also wie so ein, ja, wie so ein Gemeindezentrum kannst du eigentlich. Gemeindehaus, ja. Ja. Und ja, das war schon beeindruckend irgendwie. Sind da hauptsächlich runde Formen denn die Also ich habe Gebäude? keine Ecke irgendwo gefunden. Also Ja. ich habe mir rumgeguckt und habe keine Ecke irgendwo gesehen in der Form. Das war alles irgendwie abgerundet. Also selbst die Wände waren nicht so wie bei uns gerade so, sondern wirklich, da ist eine Rundung drin. Alles einfach komplett harmonisch. Das heißt, auch wo du ins Gebäude reingekommen bist, hast du auch einfach gemerkt, das ist ein Wohlfühlcharakter schon. Ist das jetzt unter der Oberfläche oder auch auf der Oberfläche der Venus die zweite Die physische Welt? zweite physische Ebene ist, wenn du so willst, wie eine Parallelwelt. Also die existiert, es ist einmal die physische Ebene der Venus, ja, und dann gibt es sozusagen eine, ja, auf einer anderen Schwingungsebene kannst du eigentlich sagen, Ja, existiert diese also, zweite physische Ebene. aber es gibt ja da auch innerhalb, also unter der Oberfläche der Venus auch Leben, ne? Das Ja, ist im wie bei Inneren ist allen. die erste physische Ebene. Im Inneren. Die Höhlen sozusagen, also Ja, Konstrukte ach etc. so. Ähnlich eigentlich wie auch auf der Erde bei uns, mit der hohlen Erde. So ungefähr. Ja. Toll, spannend. Ja, dann Ja, danke für sind wir den erstmal sehr Bericht, gerne. für den sehr interessanten Bericht. Und mal gucken, vielleicht kommt ja noch mehr, Ja, wenn sich muss was man gucken, ergibt, ja. was. Ja, manchmal ist es auch so, dass dann plötzlich irgendwelche Berichte auftauchen, wo ich dann sage, oh, das will ich näher erforschen oder Ja. ihre Informationen zu haben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da dauernd irgendwie sage, oh, das muss ich noch untersuchen oder das, sondern das kommt oft sehr spontan. Und so eben auch wie mit dem Besuch Ja. mit dem Weiland. Ja. Ja, genau. Ja. Bin ich mal gespannt. Super. Vielen Ja. Dank schon mal. Prima. Dann, ich denke mal, uns fällt bestimmt noch das ein oder andere Thema Ja. wieder ein. Aber ich denke, mit der Venus, das haben wir jetzt erstmal ausgearbeitet. Was wir nur vielleicht machen können, oder wo wir vielleicht auch drüber sprechen können, das fand ich ganz interessant, weil ich ja mit Shari auch verschiedene Videos mache. Es kommt jetzt wieder Neues, kommt dann dazu. Dass wir einfach die Zuhörer bitten, wenn ihr Fragen speziell vielleicht habt, die jetzt in unserem Interview und unserem Gespräch nicht aufgeführt sind, dann schreibt uns einfach unter der Mailadresse bei mir. Und dann können wir das gerne, wenn entsprechende Fragenmengen zusammengekommen sind, da natürlich auch nochmal ein fortlaufendes Video machen, weil ich kann mich gerne auch, wenn gewisse interessante Themen dabei sind, auch nochmal erkundigen. Ja. Und darüber dann können wir das, würde ich sagen, so machen wir es einfach. Ich schicke dir dann auch die Fragen entsprechend an zu und dann kann man darauf auch nochmal aufbauen. Nochmal, ja, genau. Es Ja. ergibt sich ja. Ich denke mal, dass sich einige Fragen schon ergeben und wenn man es auch ein zweites Mal sich ansieht oder so, dann rattert es ja im Kopf, ne? Genau. Ja, finde ich eine gute Idee. Ja. Ja. Prima. Sabine, ich Okay. bedanke mich recht herzlich bei dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Sehr, sehr gerne. Deine Fragen. Es ist immer für Okay. mich natürlich viel einfacher, Ja. Gesprächspartner zu haben und da entsprechend natürlich dann auch Auskunft zu geben, als wie wenn ich das jetzt einfach nur so runterlesen würde, allein. Ja, das stimmt. Ja, genau. Das Da, ist dann einfach ein bisschen belebender, das Ganze. genau. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Danke, wünsche ich dir ebenso. Danke. Tschüss. Tschüss.